Nachdem ich im letzten Video das Board jetzt für andere Personen freigegeben habe, sind nun zahlreiche Leute beigetreten und ich bin jetzt nicht mehr alleine. Das sehe ich unter anderem hier oben an der Leiste. Hier sind nämlich ganz viele, ja, Kreise und Buchstaben dazugekommen und jeder Kreis steht für eine Person, die hier mit beigetreten ist. Und hier kann ich mir auch die Person auswählen oder noch mal einzeln die Zugriffsrechte für diese Person verändern. Oder eben auch, ja, diese Person mir im Board auch anzeigen lassen, wo sie sich gerade befindet. Zum anderen sehe ich jetzt aber auch hier zahlreiche so Cursor mit Namen, die da normalerweise im Board rumschwirren. Und das sind die einzelnen Board-Teilnehmer, die mir alle als Cursor angezeigt werden. Das kann allerdings auf die, ja, Dauer in so einem kleinen Arbeitsbereich ziemlich irritierend auch sein und deswegen sollte man wissen, dass man das auch deaktivieren kann und zwar unter Ansicht einfach den Haken bei Teilnehmer, Mauszeiger anzeigen, deaktivieren und schon wird man von diesen Cursern nicht mehr gestört. Die erste Herausforderung ist nun, in diesem Board eine Struktur zu schaffen, damit sich die Personen in dem Board zurechtfinden. Denn woher wissen die denn, wo die überhaupt hingehen sollen und wo sie draufklicken sollen? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch die Aufmerksamkeit in diesem Board etwas zu lenken. Und das geht erst einmal durch Abschnitte. Abschnitte, das haben wir doch schon mal gesehen. Und zwar in dem Video über Inhalte einfügen, haben wir hier nämlich auch die Funktion Abschnitt erstellen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich möchte zum Beispiel, dass dieses Post-it jetzt als Abschnitt festgelegt wird. Das heißt, ich klicke auf Abschnitt erstellen, wähle jetzt die Freiform aus und lege jetzt eine Abschnittsmaske über dieses Post-it. Und dann sehe ich, ist jetzt hier in der Seite unbekannter Abschnitt erschienen. Das kann ich umbenennen. Ich sage jetzt mal Schritt 1. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, wird die Aufmerksamkeit automatisch auf diesen Abschnitt fokussiert. Und diese Änderung, die überträgt sich sofort auf die Ansicht aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die können über diesen Button an der Seite alle Abschnitte aufrufen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kreis hier unten als zweiten Abschnitt wählen möchte, muss ich jetzt nicht jedes Mal einen Abschnitt erstellen, Freiform rumziehen, sondern ich kann auch einfach auf das Objekt draufklicken, rechte Maustaste und dann sage ich als Abschnitt definieren und dann zack kommt hier unbekannter Abschnitt dazu. Das hier ist dann Schritt 2. Und dann kann ich auch die Reihenfolge nach Belieben ändern. Wie gesagt, diese Veränderungen sind dann auch gleichzeitig bei allen Teilnehmern auch zu sehen. Und so kann ich auch parallel zum Beispiel in einem Videokonferenz-Tool arbeiten, in Breakout-Sessions, kann dann sagen, okay, Session 1, bitte Abschnitt 1, Breakout-Session 2 in Abschnitt 2 und so weiter. Die Leuten, die muss man dann zeigen, wo diese Abschnitte zu finden sind. Und dann klicken die einfach drauf und werden automatisch dahin verwiesen. Zudem habe ich aber auch noch die Möglichkeit einer Live-Moderation. Das finde ich hier oben. Das ist dieses Symbol, was so aussieht wie so eine Dia-Wand. Dann erscheint hier der Button Live-Moderation starten. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Board automatisch die gleiche Ansicht wie ich in meinem Browser. Das heißt, wenn ich rauszoome, wird bei denen rausgezoomt. Wenn ich mich hier drin bewege, wird sich bei dem bewegt. Und ich kann im Prinzip die Blickrichtung steuern, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das sehen, was ich jetzt hier gerade sehe. Und zwar so lange, bis ich die Live-Moderation wieder beende. Ich kann aber als Moderator oder als Host auch die Live-Moderation an eine andere Person übertragen. Zum Beispiel den Kai, der jetzt hier ist. Dann sage ich zum Moderator machen. Und jetzt folgen alle, sobald ich bei Beitreten sage, dem Blick von Kais Monitor. Und wenn Kai jetzt seinen Monitor verändert und drin rumscrollt, dann kriegen wir das alle angezeigt. Und so haben wir einfach die Möglichkeit, die Blickachse auch zu steuern und auch Inhalte gezielt zu vermitteln. Kai ist jetzt so lange Moderator, bis ich wieder auf ihn draufklicke und sage, Moderation stoppen. Und dann habe ich die Moderation als Lizenzinhaber wieder inne. Zudem bietet Konzeptboard aber auch einen Videochat an. Das heißt, hier oben auf das Telefonsymbol kann ich nun eine Konferenz starten. Das ist ja
eine browserbasierte Videokonferenz. Ich muss dann erstmal den Zugriff auf Mikrofon und Webcam erlauben. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben dann da einen Button, wo steht Konferenz gestartet, und dann können Sie beitreten. Sie sehen, dass dort Teilnehmer schon mit drin sind, und dann haben Sie im Prinzip hier an der Seite ein Videokonferenzfenster, sodass wir auch nicht immer in kleineren Gruppen auf ein Videokonferenztool angewiesen sind. Ich sage in kleineren Gruppen, weil in unseren Tests, also bis 8 Personen, werden doch gut angezeigt. Alles darüber hinaus läuft ein bisschen unstabil, und man sieht dann auch die Personen einfach nicht mehr. Diese Konferenz geht so lange, bis ich den roten Hörer wieder auflege und die Konferenz damit beende. Und als weiteres Kommunikationsmittel gibt es dann hier noch einen Chat hier oben. Das heißt, ich kann dann auch als Teilnehmer oder als Moderator eine Nachricht in den Chat reinschreiben, und diese wird auch über eine Notifikation den anderen angezeigt. Das heißt, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann in ihrem Chat-Symbol oben, wie wir das von den Smartphones kennen, einfach so eine Notifikation mit der Anzahl der ungelesenen Nachrichten. Eine zentrale Frage am Ende ist dann ja auch, wie kann ich Inhalte exportieren, wie kann ich Inhalte meiner Gruppe zur Verfügung stellen und sichern? Und da gibt es nochmal zwei wichtige Punkte. Zum einen kann ich mir, wenn ich aufs Board klicke, mir alle angehängten Dateien anzeigen lassen. Das heißt, ich muss mir nicht jede Datei einzeln suchen, sondern mit einem Klick auf angehängte Dateien, die ich hochgeladen habe oder auch andere Teilnehmerinnen hochgeladen haben, kann ich mir die dann hier herunterladen. Und ansonsten kann ich mir, wenn ich nochmal in den Abschnittsbereich gehe und hier auf rechte Maustaste klicke, einzelne Abschnitte als PDF oder als Bild exportieren. Wenn ich zum Beispiel Arbeitsbereiche für Kleingruppe mache, kann sich jede Kleingruppe ihren Abschnitt einfach als PDF dokumentieren. Oder ich kann dann auch am Schluss dann einfach das komplette Board unter Exportieren dann als Bild oder skalierbares PDF-Dokument dann auch nochmal bereitstellen. Was passiert, wenn was gelöscht wird? Es kann immer mal vorkommen, dass was irgendwie in die Hose geht oder aus Versehen gelöscht wird. Hier haben wir auch bei Konzeptboard über den History Mode die Möglichkeit, auch Inhalte wiederherzustellen. Das heißt, der History Mode ist im Prinzip ein Verlaufsprotokoll von meinem Board. Indem mir einfach die einzelnen Schritte auch angezeigt werden. Das heißt, ich kann mir jetzt den jeweiligen Schritt aussuchen, wo ich pausieren möchte, und die jeweilige Version dann auch wiederherstellen. Das Schöne bei so einem, bei so einem Verlauf ist dann aber auch zu sehen, zum Beispiel auch nachzuverfolgen, wann welche Prozesse in einem Board auch stattgefunden haben. Wenn ich mal möchte, okay, wann haben die Leute vermehrt mitgearbeitet, wann haben sie weniger mitgearbeitet. Das lässt einfach aber Rückschlüsse auf die Gruppenprozesse einfach auch zu. Soweit erst einmal als Input zum Thema Konzeptboard. Ich hoffe, ich konnte mit dieser kleinen Videoreihe einen Einblick in die Nutzung, in den Einsatz und in das Tool einfach geben. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und beim Erproben. Alles Gute und bis bald.